Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play School Bus Fun. In der letzten Folge waren wir im Level 7 stehen geblieben, beziehungsweise haben wir damit noch nicht angefangen. Mit dem Vorort. Schnösel zahlen besonders viel Trinkgeld, wenn ansonsten nur andere Schnösel an Bord sind. Okay, machen wir mal. Karte? Was kann man denn hier in der Karte? Achso, da kommen wir nicht zur Karte zurück, okay. Spielen wir doch mal. Wir müssen 255 zusammenbekommen. Da ist ein Mädel. Dann machen wir jetzt wieder eine Mädelstruppe zusammen. Eben fix. Vielleicht mit einem Klassenclown oder so. Ja. Noch ein Mädel. So, bringen wir die Mädels eben fix weg. Da ist ein Schnösel. Dann schnappen wir uns jetzt ein paar Schnösel eben fix zusammen. Ich muss ja sagen, dass die Schnösel doch ein bisschen anspruchsvoller, schwerer sind zu bedienen als die vorherigen Kiddies, ne? Mit denen wir bisher jetzt zu tun hatten. So, fix wieder hoch. So, dass wir den Schnösel hier wegbringen, dann machen wir wieder eine Mädelstruppe, damit sie wieder richtig viel quatschen können, ne? Haha! So, und los geht's. Ab nach oben. Zack. Da ist noch ein Wolf. Wenn wir den noch wegbringen, dann sollten wir das Level sogar tatsächlich gepackt haben. Mit der Expertenpunktzahl natürlich. Ich meine, nichts anderes erwarten wir von mir, ne? So, Level geschafft. Wunderbar. Ich finde das Spiel einfach genial gemacht. Das macht süchtig gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Neue Gegenstände im Laden verfügbar. Geh zum Laden und zieh dich um. Gut, dann gehen wir doch mal ganz fix in den Laden. Schauen wir uns mal um. Ein Radio, verlangsamt das Absinken der Geduld aller Schüler im Bus. Das würde ich sogar tatsächlich holen. Ja. Katsching, jetzt haben wir ein Radio. Verlangsamt das Absinken der Geduld aller Schüler im Bus. Ja, müssen wir nicht verkaufen. Wir haben ja Geld genug. Wir haben Kohle ohne Ende. Spielen wir im nächsten Level. Um das Level zu schaffen, musst du die Zielpunkte erreichen, aber das schaffst du bestimmt. Ja, natürlich. Dein erstes Power-Up ist verfügbar. Drück dessen Knopf, um es zu aktivieren. Machen wir doch mal. Ah, das Radio funktioniert nur eine Zeit lang, okay. Machen wir wieder eine kleine Mädeltruppe. Ich frage mich, wann wir weitere Typen bekommen, also so Kindertypen, weil ich meine, das können ja natürlich alle Kindertypen gewesen sein, die es gibt. So, holen wir den Schnösel da noch ab. Dann gehen wir mal fix zur roten Schule. Anschließend zur gelben Schule, damit die Schnösel da alle weg sind. Um dann nochmal eine Mädeltruppe zusammenzustellen. Ich glaube, dann sollten wir gleich auch fertig werden. Ist immer recht praktisch, wenn man so einen Klassenclown mit an Bord hat. So, jetzt haben wir schon mal eine gute Punktzahl zusammen. Jetzt holen wir noch fix ein paar Schnösel zusammen nochmal. Das klappt doch wunderbar. Dann bringen wir eben den Wolfi wieder weg. Der einsame Wolf. Jetzt weiß ich auch, wie ich darauf gekommen bin, dass ihr Wolfi und so. So, jetzt haben wir schon mal die Expertenpunkte. Jetzt müssen wir nur noch den letzten hier wegbringen und dann haben wir das. Der einsame Wolf. So, Richie ist der Reiche. Ja, Jenny. Ja, hi Jenny. Ja, die ganzen Namen sind so ein bisschen nach ihren Eigenschaften festgelegt, ne? Merke ich jetzt erst. Oha, vor diesem Rowdy haben alle Angst. Zu ihm steigen nur andere Rowdies ein. Wer hätte es gedacht? Toll, hast du den Einzigen gesehen? Ihn jetzt einsteigen zu lassen wäre nicht so gut, weil er dann keinen Bonus bricht. Der reist lieber alleine, bring erst ständig zur Schule. Okay, ja klar. Jetzt kannst du den Einzelgänger abholen. Ah, okay, jetzt zeigen sie mir, wie ich hier eine ganze Reihe von Befehlen kann. Du hast rausgeplant und alle Kids sind glücklich. Jetzt liegt irgendwo auf dem Bildschirm, um die Einführung des Spiels abzuschließen und so weiter und so fort. Ja gut, das bitte vorausplanen habe ich selber auch schon bemerkt. Dieser Junge sieht nicht besonders nett aus, aber trotzdem muss er zur Schule. Wähle ihn an, um ihn abzuholen. Mamas Gedächtnisstütze. Rowdies blockieren in dem Bus, sodass nur noch andere Rowdies zusteigen können. Für mehrere Rowdies im Bus gibt es Rangelei. Rangelei pro Bonus 10 pro Rowdy. Normales Trinkgeld 5. Was ich mag, Ärger machen. Was ich nicht mag, von jedem gemocht zu werden. Lieblingshund, Bull Terrier.
Hobbys, andere Jungs ärgern und damit vor Weibern angeben. Was ich werden möchte, Mafia-Boss. Was nutzt du mich so an? Was ich werden gesagt werden muss, bin ich nett? Nein, natürlich bist du nicht mit. Sobald er im Auto ist, möchte kein anderes Kind einsteigen. Versuch es mit dem Schnösel. Bewegen sich bereits ein Rowdy im Bus, deshalb steigen noch Rowdys ein. Das Fahrzeug ist vom Rowdy blockiert, er kann nur noch mit anderen Rowdys fahren. Bring ihn zur Schule, damit ein anderes Kind einsteigen kann. Ah, okay. Zack. So, planen wir mal ein bisschen voraus, ne? Da kommt noch ein Mädel, ich wusste doch, dass noch ein Mädel kommt. So, dann bringen wir die beiden Mädels weg, dann den Wolf. Danach den Schnösel. Das habe ich schon wahrscheinlich viel zu weit vorausgeplant, aber naja. So, jetzt holen wir mal hier die unten alle ab. Dann geht es einmal kurz zur Schule, dann holen wir die beiden Rowdies ab. Zur Schule, Mädel, Klassenclown, Rangelei, jawohl. Oh, fuck, ich habe ja noch den Rowdy an Bord, fuck. So, holen wir die beiden ab. Zack, zack. Fix, fix. Eieiei, das mache ich glaube ich gerade nicht so gut. So, zweimal Rowdies abholen und dann eben schnell zur Schule bringen und den Schnösel hier noch schnell fix hochbringen, bevor er hier... Jawohl, zumindest die Expertenbuchse haben wir ja auch wieder geschafft. Es ist kein schweres Spiel, aber es ist ein lustiges, interessantes Spiel, also dass man hier jetzt die ganze Zeit ein bisschen planen muss und es wird ja auch zunehmend schwieriger, das muss man ja auch sagen. Die erste Stadt haben wir sogar geschafft, jetzt. Oh mein Gott, ich will nicht ahnen, was jetzt... Mal sehen, es kommt neuer Bus verfügbar. Gehe zum Laden und ziehe dich um. Und zieh dich um oder however. Gucken wir doch mal, was haben wir denn Neues hier? Den alten Pickup. Zu zahlen 2000. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was dann später noch so alles kommt hier. Alter Pickup. Puh, ja, wollen wir den kaufen? Ja, komm, kaufen wir mal YOLO und so, ne? Zack, Katsching. Können wir jetzt auch irgendwie kostenlos... Natürlich können wir nicht kostenlos wechseln. Okay. Na gut, dann machen wir jetzt ein paar Level mit dem Pickup. Egal. Level 10 vor Ort. Transportiere viele Rowdies gleichzeitig und die Sache lohnt sich gewaltig. Wer hätte gedacht? Wir sind ja doch noch nicht mit der ersten Stadt fertig, oder? Na gut. Warten wir mal ein bisschen kurz. Schnappen wir erstmal ein paar Rowdies. So, dann schnappen wir uns unten den Klassenclown mal. Mit einer kleinen Mädelstruppe. Dann bringen wir mal hier den Wolfi zweimal zur Schule. Auch wenn das ziemlich viel Zeit kostet, aber naja. So, danach müssen wir hier mal vielleicht schnell den Rowdy wegbringen. Und danach machen wir nochmal eine Mädelstruppe hier. Hallo Mädels! Ach. Ja, ich habe gerade gemerkt, mein Fahrzeug ist ja voll. Holen wir mal fix hier nochmal ein paar Mädels. Zwei Schnösel sind doch wunderbar. Vor allem, wenn sie zur gleichen Schule auch noch müssen. Ich wollte gerade sagen, dass das jetzt schon zu Ende wäre. Aber das jetzt wird es zu Ende, oder? Ihr habt ein Level geschafft. Fuck, wir haben nicht die Expertenpunktzahl bekommen. Okay.
Aber immerhin, wir haben Silbertyp, wir haben 10 Level in Folge geschafft. Naja. Was ist das denn? Supersprit vor Ort. Hole so viele Kinder wie möglich ab. Okay, das ist jetzt irgendwie ein besonderer Leveltyp oder so, ne? Schaffe 5 Wellen, um Supersprit zu schaffen. Klicke die Kinder schnellstmöglich an und alles wird gut. Dein bisher. Aha. Also hier geht es jetzt einfach nur darum, möglichst fix die Kiddies zu treffen. Puh, 3 von 5 haben wir geschafft. Ah. Oh. Man muss hier auch noch ganz fix geplant durchgehen. Fuck. Ja. Okay, es geht aber nur darum, dass ich sie alle rechtzeitig anklicke, nicht darum, dass sie alle hier rechtzeitig abgefahren werden. Boah, 8 haben wir geschafft, 8 Wellen. Huhuhuhuhu. Das wird immer schwieriger und schwieriger. 10 Wellen im Supersprit haben wir als Errungenschaft geschafft. Oh mein Gott, ey. Nein! Schade. Okay, aber wir haben es ja doch recht gut gemeistert. Also, überdurchschnittlich gut wahrscheinlich. Altstadt, dieser Junge ist so genial, dass er regelmäßig Sachen verliert. Hilf ihm bei der Suche. Okay. Mama und Dad haben entschieden, dass wir in eine bessere Wohngegend ziehen. Ich besuche jetzt eine andere Schule. Immerhin werde ich die der Lehrer nicht vermissen. Yay. So. Hinweis, dieser Junge ist so genial, dass er regelmäßig Sachen verliert. Hilf ihm bei der Suche. Mit all seinen genialen Ideen bekommt, vergisst Einstein regelmäßig seine Sachen. Er steckt erst ein, wenn du den Gegenstand gefunden hast, der über seinen Kopf angezeigt wird. Na toll. Hier Einstein verrät dir, zu welcher Schule er muss. Jetzt kannst du ihn einsteigen lassen. Nur das Gedächtnis schütze. Das vergessliche Genie sucht stets etwas. Finde diesen Gegenstand, damit du erfährst, wohin die Fahrt geht. Normales Trinkgeld 20, was ich mag. Quantenmechanik und die Einfluss auf meine Frisur. Oh mein Gott. Was ich nicht mag. Alle Ignoranten, denen die Schönheit der Relativitätstheorie relativ egal ist. 3,14 E gleich MC Quadrat Wurzel 3 Pi. Lieblingshund Leica, die erste Hündin im Weltraum. Hobbys, wissenschaftliche Bücher zu lesen. Was ich werden möchte, Astronaut und Wissenschaftler. Ich denke nach. Was gesagt werden muss. Finger weg von meinem Laptop. Okay, zu welcher Schule muss er denn? Rot. Wo ist denn hier die rote? Ach, dort oben ist die rote Schule. Okay. Puh. So, ja, Mädels können wir immer mitnehmen. Und natürlich die Klassenclowns für die Mädels, ne? Lalalala. Jetzt können die wieder richtig viel Trat. Achso. Ja, Auto ist voll. Ja, ich weiß. So, machen wir wieder fix eine Mädelstruppe. Und die nächste Mädelstruppe. So, holen wir ein paar Schnöselchen ab, ne? Jetzt muss ich gleich auch noch nebenbei ein Buch finden. Da oben ist das Buch von Einstein. Den Wolf hier können wir eben fix zu seiner Schule bringen. Eieiei. So, das will der Einstein eben hier haben. Unterwegs kann ich eben hier lang fahren. Dann holen wir hier mal die Rowdies ab. Oh oh, die randalieren wieder in meinem Auto. Fuck. So, der hat, mit dem Klassenclown kann man noch mit Sicherheit hier fahren. So.
Globus. Ah. Ach fuck, da muss ich gar nicht hin. Ich muss nur hier oben hin. Eieiei. Das läuft nicht so gut jetzt gerade. Fuck it. Autsch. Na, wieder nicht Expertenpunktzahl, aber naja. Ach so, hier oben sehen wir, wie viele Kinder noch kommen, okay. Das kann ich aber eigentlich besser. Allmählich wird es richtig schwierig und knifflig, das Spiel. Altstadt, ich erwarte in den kommenden Leveln noch viele weitere tolle Funktionen. Bleib also am Steuer. Oh mein Gott, das Spiel wird ja immer schwieriger und komplizierter. Na toll. Rowdy. So, müssen wir direkt anfangen, die Rowdys zu sammeln. Zack. Rowdy, Rowdy, das ist gut. Ah, noch ein Rowdy und dann haben wir eine dicke, fette Rangelei. Die können wir alle gleichzeitig wegbringen. Da oben ist ein Mädel. Haben wieder eine schöne Mädelstruppe. So, wupp. Bring ich das Mädel hier eben auch noch oben weg. Dann holen wir hier mal den Rowdy ab direkt. Den Rowdy. So, Einstein will jetzt währenddessen eben sein Buch haben. Das Spiel wird hier irgendwie jetzt in einem immer größeren Rumgeklick-Spiel. So, den können wir eben ganz schnell wegbringen, den Wolfi. Komm, hier holen wir eben den Schnösel, den können wir auch eben wegbringen. Danach holen wir wieder zwei Rowdies ab. So, in der Zwischenzeit müssen wir eben hier für beide Einsteins hier was finden. Zack. So, dann können wir hier eben die beiden Einsteins hier wegbringen. Dann machen wir hier mal eine dreifache Mädelstruppe. Wir sind gut dabei. Ah, aber kriegen wahrscheinlich ja wieder nicht die Expertenpunktzahl zusammen. Naja. Aber solange wir die gute Punktzahl bekommen, bin ich doch recht zufrieden mit meiner Leistung. Gut. Neue Gegenstände im Laden verfügbar. Geh zum Laden und sieh dich um. Das können wir noch eben fix machen. Schauen wir mal erstmal hier rein. Ein kleiner Tank. Dieser Tank fasst 10 zusätzliche Liter. Ja, mit Sprit haben wir irgendwie ja sowieso kein Problem gehabt. Ach so, es gibt auch noch einen CD-Player. Wir haben ja jetzt bis jetzt nur ein Radio. Okay. Und was gibt's hier? Haben wir noch kein neues Auto. Oh. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.